Bevor wir mit den Übungen anfangen, möchte ich dir einen kleinen Sicherheitshinweis geben. Es kann passieren, dass wenn du zu heftig und zu schnell atmest, Stressreaktion zeigst. Dir könnte schwindelig werden, dir könnte schlecht werden und das wollen wir natürlich unterbinden. Deswegen versuche in den kommenden Übungen, die Übung so auszuführen, dass du relativ wenig Anstrengung brauchst, dass man dich nicht sehr laut, es sei denn, es ist gewollt, mit der Atmung hört. Also immer locker und entspannt versuchst ein- und auszuatmen. Im optimalen Fall hören wir keinerlei Geräusche und dann sollte alles gut gehen. Bevor wir mit unseren Atemübungen starten, bereiten wir uns ein wenig vor, beziehungsweise wir wärmen uns ein wenig auf. Wie bei jedem anderen Muskel in unserem Körper müssen auch unsere Atemmuskeln einen Impuls kriegen, um zu arbeiten. Und das funktioniert über Nerven. Unser Hauptatemmuskel, unser Zwerchfell, wird zum Beispiel durch den Phrenicus, Nervus phrenicus, angesteuert und der entspringt unserer Halswirbelsäule. Das heißt, wenn wir die Halswirbelsäule mobilisieren, kann es passieren oder sollte es passieren, dass wir unser Zwerchfell besser ansteuern können. Dafür stellst oder setzt du dich einmal gerade und aufrecht hin und versuchst in aufrechter Haltung den Kopf vor und zurückzuschieben. Wir machen also eine kleine Mobilisation der Halswirbelsäule. Guck, dass du die Übung locker und entspannt durchführst und dabei nicht verkrampfst. Etwa 5 bis 10 Wiederholungen, ganz locker und entspannt. Dann nimmst du deine Finger ungefähr 1 cm weit weg von deinen Wangen und versuchst jetzt den Kopf nach rechts und links zu schieben, auf einer Ebene. Auch das mobilisiert die Halswirbelsäule in einer anderen Art und Weise und zieht unseren Nervus phrenicus ein wenig und stretcht den und entlastet den. Als zweite Übung mobilisieren wir unsere Brustwirbelsäule, denn unsere Atmung kann nur dann gut funktionieren, wenn wir mobil in unserem Rippenkäfig sind. Wenn unsere Rippen fest sitzen, kann sich die Lunge nicht entfalten. Deswegen machen wir eine kleine Mobilisationsübung für unsere Brustwirbelsäule. Auch hier setzt und stellst du dich wieder gerade und aufrecht hin und versuchst jetzt aus einer neutralen Position dein Brustbein richtig schön weit vorzuschieben, eine stolze Heldenbrust zu machen und dann, wie als wenn dich jemand eindrückt, nach hinten rund zu werden. Versuch die Bewegung auch flüssig und langsam zu machen, ohne dass du verkrampfst, die Luft anhältst und ganz entspannt zu bleiben. Auch hier machen wir wieder 5 bis 10 Wiederholungen, ganz locker, langsame Geschwindigkeit und dann kannst du das Ganze genauso gut seitlich machen. Als kleinen Hinweis kannst du gerne die Arme seitlich ausstrecken, das fällt uns oft einfacher, oder du machst es ganz neutral und versuchst den Oberkörper wirklich auf einer Ebene nach rechts und links zu schieben. Den Fehler, den die meisten machen, ist, dass wir uns seitlich neigen. Das wollen wir nicht. Horizontal auf einer Linie das Brustbein von rechts nach links schieben. Wie gesagt, kannst du gerne die Arme als kleine Hilfe dazu nehmen, um ein bisschen von rechts und links zu schwanken. Auch hier machen wir ungefähr 5 bis 10 Wiederholungen pro Seite und dann bist du optimal vorbereitet für die kommenden Übungen.